Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Sons of the Forest. Na, was ist Virginia? Die friert wahrscheinlich irgendwie nicht mit ihren nackten Beinen. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich erst mal schlafen gehen. Es ist... Moment. Oh ja, wir haben es schon 7:45. Gleich 7:30. Da gehen wir erst mal zu Bett. Bei Virginia ist irgendwas los. Die tanzt auf dem Tisch. Ich habe so einigermaßen ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen ausgeräumt. Das Einzige, was ich nicht so richtig loskriege, sind die Glühbirnen. Die kann ich nicht ins Regal legen. Deshalb muss ich jetzt mal schauen, wo habe ich denn... Wo habe ich denn auch die Paneele? Die habe ich ja oben hingelegt. Stimmt. Die habe ich oben hingelegt, damit ich mehr Paneele mitnehmen kann. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal... Die nehme ich erst einmal wieder auf. Ich hoffe, dass das geht. Jawohl. Und jetzt muss ich ja irgendwie hier raus. So, da muss ich hier mal hier hochspringen. Das ist eine waghalsige Angelegenheit. Komme ich hier hoch? Komme ich nicht hoch. Da muss ich mir was jetzt einfallen lassen. Ich lege mal das Panel nochmal hier irgendwo ab. Da muss ich mir irgendwas bauen, damit ich hier hochkomme. Ob ich hier noch einen Stamm drauf krieg. Irgendwie, entweder bin ich zu... Es geht doch eigentlich. Es geht ja eigentlich. Man muss... Ja, ja, du hebst einen Daumen, du bist gut. Jetzt nehme ich das Ding nochmal mit. Mal sehen. Och, Virginia. Komm, es kommt rein oder raus. Gut. So, jetzt springen wir nochmal hier drauf. Und jetzt kommen wir hier. Jawohl. So. Jetzt baue ich mal hier das erste hin. Habe ich noch eins einstecken? Nee. Das haben sie wahrscheinlich auch schon gefixt, dass das sich nicht mehr dupliziert. So, da hole ich mir jetzt mal die anderen zwei, die ich noch habe. Hoffentlich haut das nachher irgendwie auch hin mit dem Drähten legen. Nehme ich das mal mit. C, und das stecken wir weg. Und das nehmen wir noch mit. Gut. Da hinten sind Drähte. Das sind die Drähte. Kann ich, das muss ich, das kriegen wir irgendwie hin. Das kriegen wir irgendwie hin, dass wir das vertraten. So, Number 2. Muss man die auch miteinander verbinden? Number 3. So, da schauen wir mal mit dem Draht. Hoffentlich schmieren wir jetzt hier nicht ab. Nee, das geht irgendwo nicht, oder? So, da müssten ja jetzt hier auch noch Drähte runterhängen, oder? Nicht, dass ich jetzt meine Regale hier wegräumen muss, das wär's natürlich. Runterwärts haben wir ihn gelegt. Hierüber haben wir auch ihn gelegt. Das ist klar. Das geht wahrscheinlich nur an diesen Balken hier, oder? Da können wir noch langlegen. Da können wir noch langlegen.
da legen wir mal ein paar Drähte. So, hier lang. Und von da hinten gehen wir hier vor. Ja, das sieht doch schon eigentlich ganz gut aus, oder? Na komm, gehen wir nochmal in. So, jetzt schnappen wir uns mal die Glühbirnen. Ausrüsten. Eine dahin. Geht doch gar nicht an, oder? Ist da noch irgendwas faul? Wie muss ich mit E anzünden? Nee, geht doch gar nicht. Die weg, du. Müssen wir hier noch was vertraten? Müssen wir hier noch was vertraten? Auf. Nein, nichts rausreißen hier. So. Gehen aber nicht an. Gut, um die Sache kümmere ich mich später. Jetzt machen wir weg damit. Oder ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ich, wie ich das hier vertraten muss. Ich weiß es jetzt im Moment nicht. Und auf alle Fälle haben wir Glühbirnen gebaut. Angehängt. Ob ich oben noch irgendwas vertraten muss, keine Ahnung. Vielleicht muss ich dann hier auch noch Balken einziehen, damit ich die miteinander verbinde. Wir klettern nochmal hier hoch. Komm mal ja nicht. Och. Ob wir hier noch, können wir noch was vertraten? Jetzt müsste es eigentlich brennen, oder? Jetzt habe ich ja die Verbindung zu diesem Panel. Ich hoffe es. Jetzt, es birnt, Leute. Es birnt. Wahnsinn, Wahnsinn, wir haben Strom. Gut, da kann man jetzt auch das Quatsch, das Zeug wegtun. Komm weg mit dem Draht, mein Freund. Und jetzt, oh ja, das sieht richtig geil aus. Perfekt, wir haben Strom. Wir hatten ja den Fisch hierher, ach, war bestimmt in Virginia, alles klar, die hat mir was zu essen gebracht. Danke, oh, die war Eisangeln, die war Eisangeln. So, Kelvin, wo bist du? Wir gehen jetzt Richtung Wartungsbunker C. Wo ist denn der Kelvin? Ach, da drüben wandert wieder so ein Finger rum. Mr. Finger ist das doch, oder? Und der Kelvin, der hat sich wohl fertilisiert oder was? Hab ich nachgeladen? Ja, wir haben geladen. Alles klar. Ja, das ist so ein Finger. Komm her, du Spinner, du holt dir eine Leitung Schrot ab.
Jawohl. Dann noch was? Das ist ein Elch. Ist doch einer hier. Nicht, dass wir uns hier drüber hermachen und den auseinandernehmen. Und uns klopft der Nächste auf die Schulter. Das wär's dann. Nee, da ist keiner weiter. Gut. Denk's. Aber einer kommt doch so selten allein, oder? Das ist ein Einzelgänger. Da hier ist der Kelvin. Kelvin. Folge mir. Wir gehen heute wieder auf große Tour, auf Wanderschaft. Gut. Und zwar gehen wir zum, habe ich ja schon gesagt, zum Wartungsbunker C. Und das ist nicht dort, entgegen meiner Aussage aus der letzten Folge, wo die Schrotflinte lag. Nein, gerade auf der anderen Seite. Die Schrotflinte hat im Nordwesten gelegen. Und wir wollen Nordosten. Also die Schrotflinte lag auf der linken Seite der Karte. Und wir marschieren jetzt auf die rechte Seite der Karte. So. Zu essen. Habe ich zu essen dabei? Garantiert nicht. So, dann nehme ich mir mal ein bisschen, ist das getrocknetes Fleisch. Ja. 2, 3, 4. 4 Sticken dürfte reichen. Ein Stück Fisch haben wir schon gegessen. Und wir futtern gleich mal noch so ein Stück Fleisch. Ich habe da irgendwas im Hals heute. So. Wo ist er denn, der Kelvin? Kelvin, ich hab doch gesagt, du sollst mir folgen. Ah, jetzt kommt er, alles klar. Hast du dir was zu essen eingepackt, Kelvin? Wir marschieren. Da brauchen wir jetzt sowieso nicht das Feuer dort oben, oder? Machen wir hier oben das Feuer wieder. Noch etwas. Ich lege mal noch was auf. Wir haben doch noch hier. Eins, na komm. 1, 2, 3, 4. Nee. Oder können wir bloß. Nur wenn wir zwei aufgehuckt haben, Feuer anlegen? Nee. Geht nicht. Also klar, gut, brauchen wir auch nichts auflegen wahrscheinlich. Das ist noch gut. Gut, schaffen wir es wieder weg. Hier raus aus der Kartoffel. Nein, in der Kartoffel. Gut, wir drauf. So, Kelvin, komm, es geht's los. Ja, wo ist er denn wieder hin? Kelvin! Er holt sich jetzt wohl was zu essen. Ne, hier ist er. Was hier? Nimm den Gegenstand. Ne, du solltest keinen Gegenstand nehmen. Folge mir. Gut, los geht's. Komm. Ach. Na kommst du nur. Das ist manchmal ein Klon. Ist er jetzt hier? Wo ist er jetzt wieder hier? So, jetzt geht's weiter. Den durch die Tür zu kriegen, das ist auch manchmal eine Kunst. So, jetzt schauen wir mal auf unser GPS. Also auf alle Fälle müssen wir jetzt mal hier lang.
Wir wollen eigentlich dort hoch. Aber wir laufen jetzt erstmal auf der. Was ist denn das für ein. Ach, das ist der Bunker, wo wir gerade waren. Alles klar, das ist der Wartungsbunker B. Wir laufen jetzt erstmal auf der linken Seite der Bergkette nach oben. Alles klar, das kann man jetzt aus der Hand legen. Da werden wir unterwegs natürlich noch eine Pause machen. Mal schauen, ich habe doch solche Rüstung von dem. Die legen wir noch mit an, da sind wir wieder voll gerüstet. Geht das nicht? Geht das nicht? Naja gut, dann lass uns sein. Es fehlt ja noch ein Feld. Egal, gut. Wir gucken nochmal. Wir gehen auf alle Fälle hier hoch müssen wir und das ist Richtung 10 Uhr. Also Nordpfeil auf 10 Uhr. Gut, wir machen erstmal hier übers Wasser. Genau, hier hoch. Nordlang. Ist sogar 11 Uhr. 10 Uhr. Na gut, zwischen 10 und 11. Mr. Kelvin? Ach, er kommt angehuschelt. Gut. Jetzt kriegen wir wieder richtiges Sauwetter hier. Sehen, ob wir unterwegs auch noch was Interessantes finden. Alle Fälle so hier lang. Ich hoffe, dass ich mich nicht verirre wieder. Action, nehmen wir erstmal mit. Können wir immer gebrauchen. Zum Feuer machen. Zum Zelt aufbauen. Ist das gar nichts. Kann man überhaupt die großen Klumpen hier auch jetzt zerlegen? Aber dazu bräuchte man ja eigentlich eine Spitzhacke. Aber sowas haben wir doch gar nicht, oder? Haben wir sowas? Nee, kann man auch nicht bauen. Also die Fernsicht ist gleich null heute. Scheint zwar die Sonne, aber naja. Da muss man umso mehr auf der Hut sein. Wir müssen übrigens auch noch mal in die Berge hoch. Und dort oben finden wir irgendwo unseren Kleider. Da haben wir nur unseren hohen Turm gebaut, aber Kleider haben wir immer noch keinen. Kelvin, ist er noch da? Gut. Aber irgendwie friere ich heute nicht. Ist doch irgendwie wärmer. Bin auch noch nicht nass. Welchen Tag haben wir denn überhaupt? 38. Also dürfte man theoretisch noch, da ich ja im Frühling angefangen habe, zwei Tage Winter haben, oder? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Genau. Wenn jede Tageszeit, Jahreszeit, 10 Tage umfasst, müsste man ja bald Frühling kriegen.
Kommen wir jetzt schon rüber. Hier runter. Hier runter. Trink gleich mal was. Ich hoffe, dass ich hier was trinken kann. Ne? So nicht. Wieso kann ich jetzt hier nichts trinken? Das Wasser zu schnell oder was? Jetzt, jetzt. Ja. Ja, noch ein Schluck. Und noch ein Schluck, damit wir voll aufgefüllt sind. Perfekt. Wo ist der Kelvin? Der sucht sich wieder einen anderen Übergang. Das ist mir klar. Ich mache erstmal hier lang. Ja, ja, da macht wieder da unten irgendwo lang. Was ist denn das hier vorne von der Höhle? Geradeaus ist eine Höhle. Ist auch noch weit weg. Die ist noch weit. Ist das die Höhle, wo wir was haben wir da gefunden? Schaufel? Kann das die Schaufelhöhle sein? Aber die, da müssen wir doch mit dem Seilgewehr irgendwie weiter. Die lassen wir erstmal aus. Gucken wir auch nochmal rein, aber nicht unbedingt jetzt auf dieser Tour. Und das machen wir später. Kommen wir hier irgendwo drüber? Also ich komme ja drüber, aber der Kelvin wieder nicht. Na, seht ihr das? Der macht wieder unten irgendwo lang. Ah ja. So, wollen wir mal schauen. Ja, mal. Also genau 11 Uhr ist die Höhle. Ist heute hier irgendwie nice. Noch mal. Hupf. Muss noch mal ganz kurz in der Einstellung rein. Kleinen Moment. Mal die Musik, die Geräusche mal ein bisschen lauter machen. So, jetzt hört man wenigstens das Wasser ein bisschen plätschern und die Vögel ein bisschen zwitschern. Wenn das allzu ruhig ist, ist das auch wieder. Noch nichts kannibalenmäßig unterwegs hier. Keine Eingeborenen. Keine Kannibalen. Keine Mutanten unterwegs bis jetzt. Bei dem Sauwetter trauen die sich alle raus. Also ich schwimme da irgendwo. Ja, lieber. Ja, gehen wir lieber. Zack, hoch. Kelvin sucht sich schon wieder einen anderen Übergang. Alles klar. Das ist schon eigenartig.
sind wir an der Höhle vorbei. Hm? Die ist dort unten. Das ist bestimmt die. Die interessiert mich jetzt bloß. Das ist bestimmt die Höhle, wo wir. Üben. Jetzt laufen wir direkt drauf zu. Doch, das ist die Höhle, wo wir das Seilgewehr, das Schaufel gefunden haben. Das ist die Schaufelhöhle. Alles klar, das ist hier, wo die drei aufgespießten Kameraden sind. Das sehen wir doch von hier oben. Alles klar. Gut. Also, wissen wir doch, wo wir. Das ist die Höhle. Die suchen. Komm, Kelvin, wir gehen weiter. Die suchen wir jetzt nicht auf. Gehen wir weiter in dieser Richtung. Aber wir könnten uns hier oben ein Lager einrichten erstmal. Haben uns hier unten Kannibalen überrascht. Eigentlich waren da welche, weiß ich nicht. Jawohl, wir machen jetzt hier erstmal eine Pause. So, Kelvin. So, noch einmal. So, Kelvin, jetzt noch mal. Ich habe irgendwas Falsches, habe ich dir jetzt gesagt. Du sollst baue Feuer. Gut. Und wir schmeißen jetzt mal eine. Den heben wir auf. Bauen wir hier hin. Nein, nicht zerschießen. Geht doch nicht. Wir bauen hier eine. Die Steine übereinander. Ah, hier dort rammelt sie schon rum, also doch kein guter Platz. Die dreckigen. Und hier. Die Blinden. Die Blinden waren das, oder? Naja. Nein! Schmeiß den jetzt wieder weg. Bleibt die Leute nicht hier rum. Auseinandernehmen. Das ist eine Rüstung für das. So. Eigentlich wollen wir hier oben gar nicht schlafen und nichts, sondern wir wollen hier eigentlich nur speichern. Wie viel kann ich so eine Steine nehmen? Eier. So, genau. Die bauen wir jetzt hier übereinander. Jawohl, setz dich dorthin und ich baue hier das Zelt auf. Gut. Ich werfe hier mal meine Plane aus. Zack, dorthin. So, wird das Ding nach unten. Na komm, bau das Ding drunter. Du bist kalt und dir. Nee, dir ist kalt und du bist nass. So, das ist richtig. So, ich speichere jetzt mal hier.
und setz mich, geh zum Kelvin ans Feuer und wir sehen uns nach in der nächsten Folge wieder. Neuer Spielstand, das ist jetzt die Folge 88. Ja. Alles klar, meine Freunde, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns gleich wieder.